Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Tag 12 und mein Arm bricht gleich ab. Das ist so schwer, Leute. Das seht ihr gar nicht. Die Tasche und die Tüte voller Bücher. Ich gehe jetzt in einen Kurs, wo ich seit 3 Wochen gefühlt nicht mehr da war. Oh mein Gott. Ja, heute wird echt ein langer Tag. Das ist auch schon mein Aufzug. Also ich habe jetzt gerade 8 Minuten Zeit, um mein Essen zu essen. Das ist übrigens das hier und das hier. Ja, weil ich dann direkt zur Bahnstation muss, um eine Freundin zu holen. Und dann gehen wir rüber und machen unsere Präsentation weiter. Leute, oh mein Gott, das ist so immer... Mein Semester generell ist so stressig von den Tagen her, weil ich keine Freistunden dazwischen so wirklich habe. Und jetzt höre ich auf zu vloggen und esse. Ich habe doch ein bisschen länger gebraucht, aber ich habe gut improvisiert, weil jetzt sehen wir eine andere Verbindung, die jetzt an einer anderen Haltestelle kommt. Ich habe mein Essen so schnell runtergeschlungen. Das war unglaublich. Die Leute dachten auch so, wow, ist die jetzt gerade in einem Wettkampf oder was ist da los? Aber ich bin richtig stolz auf mich, weil ich habe nichts auf mich drauf gekleckert, weil sonst kleckere ich immer irgendwas auf mich drauf. Und neben mir ist gerade auch übrigens die Mensa. Ja, so ein Abhetzen jedes Mal. Also ich bin gerade mit meinen Freunden in der Bio-Vorlesung gleich. Also wir sind gerade auf dem Weg. Und zwar haben wir heute unsere Wintervorlesung. Ja, das ist eine Vorlesung, die ein bisschen witziger sein soll, also jetzt nicht ernst. Beides auch schon kritisch, da bist du schon 70. Wenn du einen Herzschlag hast mit 50. Das ist die wirklich, ich bin. Es gibt Kinderpunsch. Ich freue mich so mit meiner Tasse, dass ich Kinderpunsch gleich bekommen werde. Ja, ich war noch nie auf der Wintervorlesung, das ist eine Erinnerung. Unser Chili und unser Kinderpunsch. Ich will noch mal essen, Leute. Das schmeckt so gut. Das ist vegetarische Chili con Carne, die dann Chili sin Carne heißt. Ich überlege gerade, ob ich gerade gekleckert habe. Aber was können wir jetzt damit machen? Dieses Auseinanderschneiden und Zusammenkleben ist für vieles nützlich. Wir können damit einerseits Dinge kaputt machen in der Zelle. Das ist immer einfach. Zerschnibbeln kann jedes kleines Kind. Wenn man clever ist, kann man dann aber auch die richtigen Teile dazu finden, um aus diesem zerschnibbelten Genom wieder etwas Neues zu machen. Etwas, was vorher noch nicht da war. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann es in Zellen machen. Man kann das in Befrucht mehrere Sachen verändern. Und man kann damit auch sonst allen möglichen Unsinn in der Zelle anstellen. Ich habe jetzt für diese Vorlesung mal ein bisschen geguckt, was mittlerweile alles mit der Genschere gemacht wird. Und war zum Teil überrascht. Es gibt zum Beispiel Leute, die sich für diese Octopussy interessieren. Und zwar wollen sie bei denen nicht die Farbe der Tinte oder sowas verändern, sondern sie wollen die Nervenzellen zum Leuchten bringen und zu verstehen, was so ein Octopus denkt. Ich bin nicht sicher, ob das die wichtigste Frage. Also falls ihr dachtet, es findet keine richtige Vorlesung statt. Doch Leute, wir kriegen Wissen beigebracht. Ich dachte, es wäre noch ein Ticken lockerer. Aber nein. Aber die Witze sind gut. Dachs ist korrekt. Wir sollen Tierspur. Nächste Tierspur, was ist das? Kommt ab und zu in Deutschland vor. Ich weiß nicht. Irgendwas? Mal was laut sagen? Sieht für mich aus. Waschbär, ist korrekt. Also Leute, die zweite Vorlesung war richtig gut. Ich habe so viel gelacht. Oh mein Gott. Das ist einmal der schöne Bio-Hörsaal im Weihnachtsstyle. Da haben wir einmal Weihnachtsvorlesung. So Leute, ein langer Tag geht zu Ende. Ich bin schon seit 7 Uhr in Darmstadt und jetzt ist es mittlerweile fast 19:30 Uhr, also 19.30 Uhr. Ja, 12 Stunden in Darmstadt verbracht. Toll. Also Leute, jetzt bin ich zu Hause und wir haben jetzt gerade 20.30 Uhr. Und ja, jetzt mache ich auch noch meinen Adventskalender auf. So, da starten wir heute mal mit dem Amazon-Adventskalender. Irgendwie fühlt es sich nach nichts an. Bin gespannt, was da drin ist.
Da steht nur noch 12 Tage bis Weihnachten. 12 Tage, wow. Wir haben schon die Hälfte geschafft, wenn ihr das jetzt gerade seht. Das ist eine Maske. Und zwar kennen die bestimmt einige von euch. Und zwar sind es so Gurkenscheiben als Maske, wo man das auf das Gesicht drauf machen kann. Voll cool, habe ich noch nie ausprobiert. Jetzt kommt der Nagellack-Adventskalender. Da ist schon hier das Türchen Nummer 12. Ah, heute haben wir einen Topcode bekommen. Das ist auch ganz, ganz wichtig und gut. Freut mich. So, das war's auch schon mit Tag Nummer 12 von Vlogmas. Es kann sein, dass ich bei den anderen Vlogmas-Videos die Intros und Outros nicht so gescheit gedreht habe, beziehungsweise die Outros vergessen habe. Entschuldigt bitte das. Also, ja, falls dir dieses Video gefallen hat, gib mir doch gerne einen Daumen nach oben. Falls du noch weitere Videos von mir nicht verpassen möchtest, kannst du mich auch hier unten abonnieren. Die Glocke einschalten nicht vergessen und dann bis morgen. Ciao!